Ja, hallo liebe Leute, ich herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary bzw. Epic BG Commentary und zwar diesmal als Warlock mit meinem Dämonologie-Hexer hier. 233 Item Level, 244 Item Level im PvP. Wir spielen immer noch den One-Shot, das heißt, wir spielen mit Gamaschel, Splitters der Vernichtung, also Maldraxus Legendary und dann spielen wir hier mit Meisterbeschwörer, wir spielen mit Neta Zauberschutz und mit Teufelsobelisk. Unser Ziel ist es, so viele wie möglich Bats zu stellen und dann hier unsere Maldraxus-Fähigkeit zu wirken und danach können wir mit unserem Instant Cast eventuell einen One-Shotten. So, wir schauen mal, wir stellen uns hier mal random Port auf und eventuell irgendwo so ein Gateway auch noch. Vielleicht macht es Sinn, man weiß es noch nicht, das werden wir gleich feststellen. Ansonsten brauchen wir gleich mal irgendwas, was wir ancasten können. Ich hoffe, da kommen gleich mal ein paar rein, damit wir hier mal Pets beschwören können. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal einer. Wir können auch gerne den Elementar hier becasten. Ist eigentlich ziemlich egal, Hauptsache wir casten auf irgendwas und kriegen hier Pets raus ohne Ende. Das wäre nämlich gerade insane, damit wir hier gleich mal den Schaden am Start haben. So, jetzt gehen wir hier für die Pets. Und zwar versuchen wir da vorne ein bisschen reinzugehen. Gehen jetzt für... Wen gehen wir One-Shot? Den Red gehen wir One-Shot. Wir gehen für den Red One-Shot. Wir gehen für den Red One-Shot. Wait for it. Wait for it. Nein, da war einer schneller. Da war einer schneller. Da gehen wir für den Vari. Er ist immun. Warum bist du immun? Was sollte das denn jetzt? Nein. Das war kacke gerade. Das war so bad gerade. Ich weiß nicht, warum der immun war gerade. Überhaupt noch nicht gesehen. Egal, dann gehen wir einfach nur so für ein bisschen Mini-Damage, stellen hier unsere Pads auf, beziehungsweise unseren Tower auf, damit wir noch ein bisschen mehr kriegen. Wenn ihr random gestunt wird, shrinkitten das einfach, weil es halt eh egal ist. Hauptsache, wir haben hier immer mehr und mehr Pads gerade. Mehr Pads! Dann können wir nämlich hier komplett ausrasten. Gleich der geht auch drauf. Wir können eventuell ihn hier stunnen. Nein, mein Pad ist down gegangen. Okay, wir beschweren eine neue Teufelswache. Die hat es hier nicht sehr lange gerade mitgemacht. Schauen, ob wir hier noch mehr Pads rauskriegen. Wir können wieder für die One-Shot gehen. Wir stellen unseren Obelisken hier auf. Obelisk steht. Wir brauchen noch einen Splitter. Ich brauche einen Splitter gerade. Nicht mich stunnen. Please. Ein Splitter. Big Damage. Big Damage. Oh mein Gott. Nein, er ist in Shell. Nein. Ich bin doch nicht so mega unterwegs bis jetzt mit meinem One-Shot als Warlock, aber es wird. Es wird. Es dauert noch ein bisschen. Ich will ihn noch mehr Pets beschwören gerade. Mehr Pets. Er macht Todstellen. Fleischformung. Oh, da geht nichts mehr raus gerade. Okay, wir haben auf jeden Fall den ersten Zerg gewonnen. Das sah mir aber nicht aus, als wären alle da gewesen. Ich habe irgendwie die Befürchtnis, die sind für die andere Werkstatt gegangen und fahren gleich einfach durch. Das BG verliert man schneller momentan, als man glaubt teilweise. Selbst am Ende kann man das noch sehr schnell drehen. Wo ist eigentlich mein Pet hingelaufen? Habe ich hier noch mein Makro für Pet-Command? Ich habe mein Makro für Pet-Command hier nicht drinnen, oder? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das sollte ich mir vielleicht gerade als Demo reinziehen. Das brauchen wir nämlich hier. Das sollte eigentlich hier sein. Wunderbar. Dann können wir nämlich mein Pad aktiver managen, damit das hier die ganze Zeit bei mir bleibt auch. So, wo sind sie denn? Da sind zwei Stück. Da vorne ist auch noch ein Hunter. Wir schauen mal. Wir kriegen eigentlich gleich wieder ziemlich viel durch. Wir können unseren Obelisken hier gleich wieder aufstellen. Obelisk steht. Dann können wir gleich wieder unser Big Pad stellen. Wir schauen, ob wir hier vielleicht noch einen Cast durchkriegen. Vielleicht auf ihm hier nicht im Sichtfeld. Big Pad kommt. Big Pad ist da. Wir können noch einmal beschwören. Jetzt brauchen wir nur noch einen Splitter. Und jetzt nochmal den Cast hier durchbringen. Und dann hätte ich's. No, es geht sich nicht aus. Es geht sich nicht aus. Lass mich den Cast hier beenden, bitte. Nice. Instant Pets. One Shot. Big. 33.000. Let's go. Let's go, Alter. Den hat's komplett deleted einfach gerade. Den hat's einfach komplett. Ich habe noch einmal ein Big Damage. Oh, nur 19.000. Nur 19.000. Braucht ein bisschen viel Setup, aber es ist halt auch witzig. Oh, irgendwie ist der Damage nicht durchgekommen, weil ich gerade rooted war, glaube ich. Ich glaube, wir gehen hier mal Wall. Ich habe das Gefühl, dass die gleich mal mich hier sticken werden. Aber ansonsten schauen wir, dass wir hier wieder mehr Pets rauskriegen. Wir können gleich wieder unseren Obelisken stellen. Obelisk steht. Wollen nicht gestunt werden, kriegen aber natürlich genau den Stun. Wir können ihn hier dafür stunnen. Ich habe in 4 Sekunden wieder Big Damage und ich habe schon so viele Pets gerade ab. Ich habe schon so viele Pets gerade ab. Ich muss nur den Cast wieder durchkriegen. Ich kriege ihn nicht durch. Das stirbt ja alles instant. Ich will auf ihm hier poppen. Es hat die Pets gefehlt, aber der hatte so wenig HP, dass ich mir dachte, ist eigentlich egal auf dem. Der hatte so wenig HP gerade. Der hat irgendwie 22.000 HP. Der hatte gerade 22.000 HP. Wir können hier Trinket anmachen und gehen hier noch für Damage. Zweimal 16.000 und 14.000. Das lasse ich mir auf jeden Fall auch einreden. Der rennt hier um sein Leben gerade. Wobei, da rennen gerade mehrere um ihr Leben. Wir schauen, ob wir hier vielleicht noch ein Pet rauskriegen. Nice, dann können wir für Mini-Damage gehen. Der blinkt erstmal weg, aber wir können ihn hier noch erschlagen mit unserem Bolt. Und dann werden wir uns hier erstmal shielden wieder.
ist halt schon derart witzig irgendwie. Whoops, Reflex wollte ich gerade nicht sehen. Ist halt schon witzig mit dem Demo-One-Shot. Ich habe in letzter Zeit auch irgendwie Bock Affli, seitdem ich die Challenge gemacht habe. Das Set, das ist ja von der Challenge, das sieht so sick aus, einfach bei Warlock. Hätte ich auch wieder Bock mal ein bisschen vielleicht Affli tryen. Vielleicht nochmal meine Epic BG als Affli oder so irgendwas waren, irgendwann mal. Vor allem, wenn wir Destro gespielt, jetzt spielen wir gerade ein bisschen Demo. Vielleicht mal Zeit für ein bisschen Affli-Action auch. Aber einen Turm haben wir schon mal down, jetzt schauen wir, ob wir hier gleich wieder für den Zerg gehen können. Da oben sitzt auf jeden Fall einer drin und der will uns irgendwie snipen, nachdem er hier einfach reinschießt in uns. Ich sehe aber sonst nicht wirklich gerade die Allianz. Ich tippe mal, oh, die bauen da drüben gerade Fahrzeuge ohne Ende. Das ist gar nicht gut, ehrlich gesagt. Fahren die für uns? Die fahren für uns, oder? Ne, die defen auf jeden Fall hier den Stuff. Wir schauen, ob wir hier ein bisschen auf uns auf der Seite halten können gerade. Oh, Crybaby. Der fährt zu uns rüber. Gegen das Fahrzeug kann ich nichts machen, weil ich muss halt stehen bleiben zum Casten. Der verbrennt mich halt einfach beinhart, wenn ich da stehen bleibe. Vielleicht können wir irgendwo da nach oben. Kann man da nach oben? Irgendwie kommt es sicher hoch. Als Demon Hunter wäre es easy gewesen. Oh, oh. Nein. Das dodgen wir hier gekonnt. Wir schauen mal, was die hier vorhaben. Wir haben hier auf jeden Fall einen DK. Und wir haben hier noch ein paar Leute. Wir gehen hier einfach für den Clearcast gerade. Maybe kriegen wir ein bisschen Schaden raus. Wir slowen ihn. Das war der falsche geslowt. Nein! Wir haben den falschen Slot, dann können die weiterfahren halt einfach. Wir können ihn hier vielleicht stunnen, wenn mein Pad gerade Bock hat. Wo ist mein Pad eigentlich schon wieder? Jetzt ist es da, never mind. Wir können hier eigentlich reingehen und jetzt fährt das Fahrzeug einfach über mich drüber gerade. Wir versuchen das Fahrzeug rein zu pumpen, bis zum geht nicht mehr. So viel Damage gerade. So viel Damage gerade. Oh mein Gott, ich kann das Fahrzeug one-shotten. Ich kann das Fahrzeug one-shotten. Da ist der Schurke. Nein, deck dich nochmal auf. Ich habe noch Big Damage für dich. Da ist er. Nein, der Silence. Ich habe so viel Damage für dich. Oh mein Gott, durchs Schild durch. Wir gehen hier in den Wall rein. Ich kann ihn maybe finishen. Nein, er geht für den Cloak. Wir können ihn stunnen. Im Cloak. Oh, Big. So Big. Okay, wir überfahren da hinten schon alles. Sie sollten aber hier vorne irgendwo bei der Base gerade eigentlich sein. Nachdem die gerade alle hier nach vorne gerannt sind, sollten die da auch irgendwo sein. Alter, das ist so nice. Was habe ich dem gerade gegeben einfach? Was habe ich dem Rogue gerade gegeben? Weil der ist hier um ca. 10.000, 20.000 gedroppt und ich bin durchs Maldraxenschild durchgegangen gerade. Okay, da kommt auf jeden Fall schon wieder ein Fahrzeug. Da müssen wir schauen, ob wir uns hier vielleicht einen Port stellen können gerade. Damit wir hier eventuell auf der sicheren Seite sind, weil die ballern hier halt rein wie wahnsinnig in uns. Der mag uns nicht. Der geht schon voll rein einfach nur. Oh, da ist ein Hunter. Hunter mit Double Tap. Oh mein Gott, ich habe Big Damage für den Hunter. Ich habe Big Damage für den Hunter gleich. Er ist nicht im Sichtfeld. Warum bist du nicht im Sichtfeld? Oh, wir brauchen nur noch ein paar Pads. Ein paar Pads gerade noch. Nur noch ein paar Pads gerade. Wir müssen noch 8 Sekunden warten. Ich muss gerade noch überleben. Wir haben Gesu. Wir können uns einmal kurz porten. Wir ziehen hier CDs einfach komplett random. 2 Sekunden. Das springt an. Es springt an. Big Damage. Maybe tot. Nein, der Schild. Doch, es ging noch durch vor der Schild. Es ging noch vor der Schild durch. Weil wenn Cast schon fliegt, dann zählt es quasi noch als Hit. Das war zu geil gerade. Okay, da geht Hand durch. Nevermind, er hat Hand gestunt gerade. Er ist ein Gott einfach hier. Meine Pads sind alle wieder am Start. Wir können gleich wieder einen Obelisk aufstellen. Und wir haben PI gerade am Start. Wir schauen, ob wir hier auf dem hier gerade aufbauen können. Weil ich habe gleich wieder Biggest One-Shot ready. Wir schauen, dass wir hier alles aufstellen. Tyrann geht raus. Wir schauen, dass wir gerade aufbauen. Ohne Ende. Ich habe so viele Pads gerade. Ich habe so viele Pads. Ich habe so viel Damage für ihn. Nein, er stirbt vorher. Maybe für ihn. Oh, es ist zu wenig. Es war zu wenig. Er ist Immunity. Ist uns egal. Auf die Immunity bauen wir einfach auf hier. Wir bauen einfach auf. Mehr Pads. Oh mein Gott, die werden einfach überrannt hier von meinen ganzen Begleitern hier. Da ging nochmal einer rein. Nochmal einer rein. Let's go. Wir shielden uns hier wieder. Die Dämonen Blitze machen nämlich umso mehr Damage, als wir skalieren mit den Pads. Das heißt, umso mehr Pads stehen, umso mehr Damage mache. Ich kann das nebenbei gerade erklären, wer nicht weiß, wie Demolock überhaupt funktioniert. Umso mehr Pads ich abhabe, umso mehr Schaden macht mein Dämonenblitz. Den Instant Cast, dass ich Dämonenblitz instant machen kann, kriege ich entweder, wenn meine Schreckensbirscher despawnen gerade, oder wenn ich das hier drücke, weil dann opfer ich Wichtel auf, also Wichtel despawnen und dafür kriege ich einen Instant Cast. Die fahren hier gerade durch. Dadurch kriege ich einen Instant Cast und kann halt instant reinballern. Das heißt, in der Theorie, also ich habe auch noch den Obelisk PvP-Talent, da castet einfach alles schneller. Also ich cast schneller, meine Wichtel casten schneller.
Und ich versuche halt so viele Wichtel wie möglich zu machen. Dann versuche ich das hier anzumachen, Detonierungsblitz. Der bufft nämlich meinen Dämonenblitz, dass er immer crittet und der Schaden erhöht ist für die nächsten drei Casts. Und ich versuche vorher noch Schreckensbirsche rauszukriegen, weil die debuffen den Gegner, dass man nochmal 20% mehr Schaden erleidet. Und dann versuche ich so halt meinen Damage mehr oder weniger zu min-maxen auf das Ganze. Das heißt, wenn wir uns das jetzt ansehen, hauen einmal Hand rein hier, dann gehen wir gleich nochmal für den Cast, hauen nochmal Hand rein, dann gehen wir hier für unseren Ding-Cast hier, dann kriegen wir nämlich nochmal Splitter, dann hauen wir nochmal Hand rein, schauen, dass wir hier die Hand reinkriegen, dann opfern wir die Wichtel, hauen den Instant-Cast raus, den Dezimierungsblitz geht gerade nicht durch die ganze Zeit hier, das ist gerade so bad. Und dann könnte ich halt hier, dann kann ich den einfach löschen. Okay. Das war zumindest halbwegs die Demonstration gerade. Das hätte ich mir gerade ein bisschen schöner vorgestellt, aber es sah halbwegs okayisch aus gerade. So, die sind wieder bei der anderen Base jetzt. Wir müssen hier immer ein bisschen hin und her laufen und die Fahrzeuge von uns fahren auch Ping-Pong. Die haben halt in einer Tour relativ viele Fahrzeuge. Mal, wir finden die irgendwie nur nie alle, kommt mir vor. Wir laufen hier die ganze Zeit im Kreis und spielen hier Fang, wie es aussieht gerade. Aber das ist halt einfach so nice teilweise. Du kannst halt so ein sickes Setup bauen. Natürlich, wenn die Leute verstehen, was du gerade mit ihnen machst. In Epic BGs ist es immer leichter anzubringen, weil halt so ein klar ist. Da ist in normalen BGs, wenn du getunnelt wirst, dann kriegst du halt nie so viel Schaden raus. Und dann machen die auch gleich mal nicht mehr so viel. Natürlich würden sie overall noch mal ein bisschen mehr hitten. Also die hauen schon teilweise 18, 19k Baseline rein, wenn ich halt full geared wäre. Also 250, 259 Item Level. Aber da fehlt ein bisschen was. So, da unten sind zumindest fast alle von denen und da können wir vielleicht ein bisschen für den Zerg gehen gerade. Wir schauen uns, dass wir uns oben hinstellen, aber die haben oben auch Respawn, das ist ein bisschen gefährlich gerade. Wir schauen mal, was der Pali hier macht. Wir slowen den Pali. Schauen wir, vielleicht für uns geht. Er geht nicht für uns. Okay, die laufen beide instant weg. Ich krieg nicht mal einen Cast gerade durch. Beide rennen einfach nur. Wir schauen mal, ob wir den baiten können. Wir gehen für den Reflect. Hotsch mich. Er hotscht nicht. Wieso hotschst du nicht? Wieso hotschst du nicht? Das war miese Entscheidung gerade. Wir können hier Pads aufbauen. Oh mein Gott, bitte bleibt in Range stehen. Ich stelle meinen Obelisk hier oben auf. Dann ein Big Pad. Big Pad steht. Der Cast geht durch. Cast geht nicht durch. Ich muss hier rein wieder. Nein, jetzt verliere ich wieder einige von meinen Pads gerade auf dem Weg hier rüber. Jetzt geht der Cast durch. Wir opfern ein paar von meinen Wichteln. Wichtel sind so weit weg. No, jetzt zählt das nicht. Oh, ich habe fast keine Pads. Das lohnt sich gerade gar nicht. Das lohnt sich gerade gar nicht einfach. Nein. Es geht mir nicht auf hier. Ich brauche ein paar mehr Wichtel gerade. Ein paar mehr Wichtel. No. Ich krieg's nicht durch. Jetzt hätte ich halbwegs Damage. Jetzt ist zu spät gerade. Die dürften nochmal oben gespawnt sein. Gerade habe ich einen Port gesetzt. Natürlich nicht, oder? Ne, natürlich nicht. Jetzt habe ich halt Denunzierungsblitz gerade ready. Das ist hier oben, sieht man die Splitter. 100% mehr Crit und 50% mehr Schaden drauf. Aber das bringt mir gerade nichts, wenn ich keine Pads ab habe. Macht das halt dann einfach Minus-Damage. Deswegen versuchen wir hier nochmal ein paar Pads zu beschwören gerade. Der läuft erstmal out of range. Wir schauen, ob wir hier vielleicht Pads beschwören können. Hier geht zumindest einmal aus. Wir stellen unseren Obelisken hier mittendrin auf. Kriegen hier PI, das ist sehr, sehr big. Das heißt, wir können mehr durchcasten. Dann können wir hier auf dem Pali maybe durchcasten. Wir slowen den hier, stunnen den hier. Brauchen noch zwei Splitter gerade. Jetzt haben wir zwei Splitter. Wir opfern hier. Und dann schauen wir, wir nehmen den hier. Und boom. Nein, mein Cast ist ausgelaufen gerade. Das war so bad. Das war so bad. Ich bringe es nicht durch hier die ganze Zeit. Ich bringe es nicht durch. Jetzt hätte ich es ab gerade. Aber jetzt habe ich keine Pads gerade ab. Egal, wir gehen hier für den. Wir gehen vielleicht für den. Ne, den kriege ich nicht. Ah, oh, das war so sad. Es ist ausgelaufen mittendrin, mein Cast halt. Das ist gar nicht gut. Da drüben ist noch ein Magier. Wir können vielleicht für den Magier hier noch, wir können ein paar Pads aufstellen auf ihm auf jeden Fall. Solange er im Eisblock ist, hauen wir hier einfach rein. Wie wahnsinnig. Splitter kriegen wir leider keine dafür. Egal, wir poppen hier einfach alles. Und dann einmal, zweimal. Der ist gone von dieser Welt. Den DK hat's auch zerrissen. So, wo sind die wieder? Die spawnen jetzt wieder auf der anderen Seite normalerweise. Das heißt, wir müssen wieder umdrehen und wieder hin und her laufen. Dann können wir hier gleich mal auf die andere Seite hier rüber pushen. Schauen wir, dass wir hier nochmal in den Zerg reinkommen. Alter, meine ganze Wichtelarmee hinter mir einfach nach. Es ist ein bisschen schwer. Also ich kann so circa dreimal Hand von Gul'dan machen. Ich vergesse immer, dass das nur drei Splitter kostet anstatt vier. Ich bin noch so drin in Legion irgendwie vom Demolog. Da hat es immer vier Splitter gekostet. Und damit spawne ich halt jedes Mal Wichtel. Und zusätzlich spawne ich auch noch Passiv-Wichtel. Alle 12 Sekunden spawne ich einen, der mir dann zusätzlich hier nochmal hinterher rennt. Ein kleiner Fun-Fact für Demolog: Wenn man die Hunde beschworen hat und Wichtel ab hat und man mountet auf, weil man out of fight ist, dann mounten die Wichtel auf die Hunde auf.
Ich weiß nicht warum, aber ich finde das mega nice, das kleines Gimmick irgendwie. So. Oh mein Gott, hat der kein Gear? Ich wünschte gerade, ich hätte könnt gerade alles aufbauen und auf ihn switchen hier. Das wäre gerade ein Traum, aber unsere Leute sind alle zeitgleich da und ich weiß nicht, ob ich so viel Cast durchkriege. Ich habe noch 10 Sekunden auf meinen Big Go. Die haben das erste Ding down, oder? Ne, gerade nicht down. Da hinten steht ein Fahrzeug auf mir drauf. Wir schauen mal, ob wir uns hier nach oben stellen können gerade und dann versuchen wir hier aufs Fahrzeug einfach zu casten. Weil auf dem Fahrzeug können wir halt leichter den ganzen Stuff aufbauen. Stellen ja auch noch unsere Pille auf. Dann versuchen wir weiter durchzugehen. Wir haben einmal, zweimal, dreimal. Nein, wir kriegen den Cast wieder nicht durch. Die laufen so schnell weg und stunnen mich. Nein. Das ist schon wieder so sad. Ich glaube, ich bin zu gierig und will einfach viel zu hohe Hits sehen. Und deswegen caste ich die ganze Zeit so viel durch. Und dann kriege ich dann im Endeffekt gar nichts raus. Ich glaube, ich werde da zu gierig. Die haben ziemlich viele Basen gerade wieder. Ich meine, 5 Minuten wird close für die. Wir können den hier vielleicht nochmal slowen gerade. Der springt hier aber nochmal runter. Cloaked instant und vanished dann auch noch. Näher Night Elf staved. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Wir stunnen hier einfach random rein. Haben wir ihn noch? Wir haben ihn natürlich nicht mehr, er hat sich schon wegbewegt, das ist sehr, sehr ungut. Ich dachte, er bleibt hier ein bisschen länger stehen. Ansonsten versuchen wir nochmal vorne für die Base zu gehen. Zum Glück hat der Obelisk und so weiter, hat er fast keinen Cooldown. Dann kannst du 24-7 einfach aufbauen. Da vorne steht auf jeden Fall ein Mönch, der sieht mir BVE-geared aus, oder? Er hat einen sehr weirden Transmog-Geschmack, eins von beiden gerade. Wir slowen ihn hier mal, schauen, ob wir hier einen Cast durchbringen. Er rollt natürlich direkt out of range, damit wir gar nichts machen können. Wir können hier aber am Fahrzeug gerade Staff aufbauen. Wenn das Fahrzeug vielleicht stehen bleibt, das fährt hier ein bisschen weit nach vorne. Oh, bitte kommt er gleich raus. Bitte bleib stehen mit dem Fahrzeug. Bitte bleib stehen mit dem Fahrzeug. Lass mich den Cast noch beenden. Ich kann den instant killen. Der ist down. 25.000, der ist einfach gone halt. Der nächste auch noch. Komm raus. Big. Oh mein Gott, Alter, der Damage einfach. Der Damage einfach. Die steigen aus, Alter, und werden einfach gelöscht gerade. Ich meine, gut, der eine Mönch hat Vielseitigkeit auch keine. Wenn er 20.000 AP hat, kann er halt gar nichts anhaben, mehr oder weniger. Stimmt, ich habe Implosion hier nicht drin, weil ich letztens für die Challenge ein paar Sachen geswitcht habe. Wir kommentieren mal kurz unser Pad zurück. Das ist hier schon wieder auf Solo-Mission gerade. Ich weiß nicht, was das immer feiert hier. Ich weiß nicht mal, wo das hingerannt. Ich sehe es nicht mal laufen irgendwo. Wo ist das halt immer? Was macht Blackshark, die Darkroom da? Der war halt auf Solo-Expedition gerade. Der hat keine Lust mehr auf seinen Meister. Der geht da einfach alleine rein jetzt. So, wir können, glaube ich, noch einmal auf die andere Seite laufen. Vielleicht können wir da ebenfalls nochmal gut aufbauen. Ich meine, wir haben noch 30 Sekunden auf den Tyrann. Der Tyrann macht auch viel Damage. Aber wenn man für Tyrann-Damage gehen will, dann sollte man eher hier für dämonisches Aufzehren gehen. Das heißt, man beschwört wieder so viel Wichtel, wie nur geht. Und dann beschwört man den Tyrann, weil der opfert dann alle Wichtel auf und empowert sich halt quasi selber. Ist auch eine Möglichkeit, aber ich bin mehr Fan von dem Denunzierungsblitz-Damage gerade, weil ich beim Altraxus bin. So, wir haben hier einen Hunter. Der Hunter rennt hier gerade ein bisschen. Vielleicht können wir ihn slowen, bevor er hier weggeht. Wir können ihn auch eventuell gleich stunnen, wenn mein Pet in Range kommt. Pet kommt nicht in Range, doch kommt in Range, stunt hier rein. Er geht direkt für die Schellen natürlich mal wieder. Das heißt, wir benutzen hier eventuell seine Begleiter, damit wir hier ein paar Wichtel oder ein paar Splitter aufbauen können. Schauen, dass wir ihn gleich wieder slowen können. Können ihn wieder slowen. Schauen, ob wir uns hier... Ah, er kickt mich natürlich von allen. Der mag mich nicht. Ich habe Reflex noch drin, falls er mich trappen will, aber das wollte er dann echt nicht mehr. Da vorne kommt ein Fahrzeug oder sind da mehrere? Nee, die sind alle da oben. Okay, da war ich gerade mehr als blind, glaube ich. Yep, da ist es kompletter... Da ist kompletter Squad einfach an der Wand gerade. Wir stellen unseren Tower hier auf und dann beschwören wir hier ein paar. Beschwören hier gleich nochmal welche, dann beschwören wir unseren Big Boy, dann hauen wir hier nochmal rein, dann opfern wir hier, dann gehen wir hier für den Biss, trinken dann, er ist in Dispersion, no, ich kann ihn gleich killen, jetzt, no, er fadet, er hat aber den Hit bekommen gerade, er fadet halt, ey Mann, aber er hat einen 27.000er gefressen, oder nicht? Ja, ja, 27,2k, der war nicht mal low geht, aber das war gerade gutes Setup, das war gerade richtig gutes Setup. Da haben wir ein bisschen Mini-Damage, Gelassenheit, okay, er ist immun gerade, er spielt mit dem PvP-Talent, das heißt, solange er Tranquility castet, ist er immun gegen alles. Dann können wir ihn stunnen, wenn er rauskommt. Beschwören nochmal neue Wichtel, nochmal hinterher, opfern nochmal, ballern hier die Instant-Cast hinterher und dann können wir ihn hier auch finishen. Jetzt geht hier aber Damage raus, wie wahnsinnig einfach nur noch gerade von mir. Wir empowern gleich nochmal unsere Wichtel hier, wir empowern nochmal unsere Wichtel. Damit die hier ein bisschen schneller casten gerade. Die sind vorne alle rausgeflogen. Die zwei gehören doch zusammen. Die fahren in einer Tour in einem Fahrzeug und in einem Motorrad. Entweder der Multibox gerade zwei Chars oder die stehen sich sehr, sehr nahe. Eins von beiden gerade. Eins von beiden passiert hier gerade. So, die kommen nochmal mit Big-Fahrzeugen hier. Vielleicht können wir hier oben unser Setup aufbauen. Wir stellen uns auf jeden Fall mal einen Port hier auf.
versuchen. Können wir die slowen eigentlich? Wir können die nicht slowen. Das heißt, ich kann eigentlich gerade gar nichts dagegen tun. Nope, die fahren hier einfach vorbei an mir. Da kann ich gerade gar nicht mithelfen. Das ist ein bisschen schade. Die sind ein bisschen zu schnell. Wäre irgendwie geiler, wenn man das slowen könnte gerade. Ansonsten können wir hier für einen Reflag gehen. Er dortet sich komplett selber. Er silenced sich auch noch selber. Der ist kein Fan von mir. Ich sehe das schon. Können wir nochmal unser Big Pad aufstellen. Er will für den 4 pushen. Er pusht für den 4 ran. Wir keulen ihn hier weg von mir. Dann beschwören wir hier nochmal alles. Er geht in seine Immunity oder beziehungsweise in seine Dispersion. Wir haben biges Setup gerade gebaut überhaupt. Wir können jetzt für den Biss von den Hunden gehen und wir gehen für One-Shot. Einmal. Oh mein Gott, den hat's gelöscht. Der ist weg hier. Der ist weg vom Fenster. Der da hinten hat dann auch keinen Gear, aber ich habe keinen Brock gerade ready. Wenn ich noch einen Brock ready habe, kann ich ihn One-Shotten. No, ich krieg keinen. Ihr könnt einfach nur so Damage machen. Jetzt habe ich nochmal einen Brock. Big. Oh mein Gott. Kommt die DK. Ich will die DK. Er fliegt. Das war nur noch ausgelaufen gerade vom Cast. Da ging nicht mehr allzu viel rein. Aber wir versuchen einfach noch unser Bestes hier mit Begleitern und Chor aufzubauen. Schauen wir, dass wir unsere Hundi gleich nochmal rauskriegen hier. Das war nochmal der Priester hier. Priester versucht nochmal wegzurennen. Hundis gehen raus. Hundis sind am Start. Und dann steht hier noch einer drinnen. Und den da drinnen können wir vielleicht gleich nochmal massakrieren, indem wir jetzt... Hallo, ich... Ne, den Reichweite hier, der... Der will nicht, der steht ein bisschen weit weg hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Denunzierungsblitz. Jetzt können wir hier einfach aufbauen, bis er rauskommt. 2 Sekunden geht sich das noch aus. Das geht sich nicht aus. Wir müssen für Instant Cast gehen. Jetzt wäre er rausgefallen. No, das war mal mega nice für den Demolog. 1,5 Millionen Damage dann. Sind eigentlich relativ weit oben hier. 16 Kills, 0 mehr gestorben, 200.000 Healing dann. Sehr, sehr nice das Biggie. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr habt, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr bei den Social Media Networks folgen. Alle Links immer unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.